sehr. Okay. Na, habt ihr jetzt Angst? Ich hätte. Schönen guten Abend, mein Name ist Oliver Welke. Und mein Name ist Dietmar Wischmeier. Und zusammen sind wir die zwei Flamingos. Die einzige und größte Amigo-Tribute-Coverband der Welt. Die Amigos, die Boygroup des demografischen Wandels. Wahnsinn! Giganten sind das, Giganten. Und weil wir natürlich wissen, dass Hannover wahrscheinlich die Amigo-Fan-Hochburg ist, haben wir uns überlegt, zum Reinkommen wollen wir gleich mal den Saal zum Kochen bringen mit dem Amigo-Smash-It im Herzen, Jungen. Here we go. Wir haben uns sogar eine kleine Choreo überlegt. Mal gucken, ob wir sie erkennen können. Viel erlebt, viel erlebt. Die Zeit ging schnell vorbei, schnell vorbei. Wir waren jung, so jung und fühlten uns so frei, direkt frei. Die Uhr des Lebens, Uhr des Lebens, die hält uns in Atem, hält uns in Atem. Es wird schon weitergehen, immer weitergehen. Sind die Jahre auch vergangen? Und alle in unseren Herzen sind wir für immer jung und das Leben. In unseren Herzen lebt die Erinnerung. Glaub an die Liebe, sie hat schon Wunder vollbracht. Juhu! Hallo Hannover! Vielen Dank! Ja, Mensch, Dietmar, das war ja furchtbar. Das fand ich auch. So, und einige von euch haben mitgeklatscht, Freunde. Da haben wir euch mal schön den Spiegel vorgehalten. Ne? Ja, ich kann wieder richtig spüren an dieser Stelle, wie ungefähr der halbe Saal denkt, aber die singen jetzt bitte nicht den ganzen Abend Lieder von den doofen Amigos. Ja und? Wenn wir Bock drauf haben? Ja. Hör mal, die Amigos mögen vielleicht aussehen wie zwei Köter, die man an der A2 angebunden hat, aber... Sie können nicht Gitarre spielen, nicht singen, sogar geradeaus gucken ist ein Problem. Ja, ja. Aber die haben mehr als 2 Millionen Tonträger verkauft. Ja. Über 2 Millionen, Freunde. Das ist ein absoluter Triumph der Uncoolness, ein Fanal der Ranzigkeit in einem Land, das ansonsten nur Jugendkultur feiert. Absichtlich nicht hip sein, das ist nämlich heutzutage die wahre Hipness. So sieht's aus. Wir wollen uns allerdings auch ein kleines bisschen ehrlich machen gleich am Anfang. Unser Amigos-Projekt ist für Herrn Wischmeier und mich tatsächlich auch so ein zweites berufliches Standbein geworden, was wir einfach aus Sicherheitsgründen schaffen mussten, weil wir ja doch hauptsächlich unser Geld beim ZDF verdienen. Und Sie wissen, der klassische ZDF-Zuschauer, der ist zwar wirklich sehr, sehr treu, aber in ein paar Jahren eben auch sehr, sehr tot. Und deswegen... Nein! Entschuldigung, ich sage das wirklich mit allem Respekt, aber zumindest einige ZDF-Zuschauer sind natürlich sowas wie Freigänger aus dieser Ausstellung Körperwelten und ja, da mussten wir halt jetzt karrieretechnisch so eine Art Sicherheitsnetz einziehen. Ne? Absolut. Wir sind ja nun mal gerade an diesem besonderen kritischen Punkt im Lebenslauf, zu alt für die Drückerkolonne, zu hässlich, um auf den Strich zu gehen. Da muss man sich was einfallen lassen. Zumal ja, Dietmar, ich weiß nicht, wie du das siehst, zumal ja Bühne im Vergleich gar nicht zu toppen ist. Bei Ihnen hier im Saal weiß ich, Sie haben sich von Ihrem Geld ein Ticket gekauft, weil Sie mindestens einen von uns beiden sehen wollten. Ne? Das stimmt. Hallo. Ne? Und wenn ich eine Fernsehaufzeichnung mache, auch bei der Heute-Show, da kommen immer die Leute, die wollen in irgendeiner TV-Aufzeichnung sein. Ne? Die kennen mich gar nicht. Da gucke ich dann während der Sendung in so leere Gesichter und kann richtig sehen, wie die Leute denken, meine Fresse, ist der Pilawa fett geworden. Und was übrigens stimmt, der ist tierisch fett geworden, aber er hat echt einen Ranzen gekriegt, Alter. Das ist natürlich jetzt keine generelle Kritik am Fernsehen, um Himmels Willen. Ja? Ich gucke ja selber immer noch gerne ZDF, vor allem die Digitalkanäle, ZDF Kultur, ZDF Info,
Wobei meine Frau und ich, wir sagen gar nicht mehr, komm, wir gucken ZDF-Info. Wir sagen immer, komm, wir gucken mal, was Hitler gerade macht. Ja. Nein, nein, Fernsehen ist nach wie vor eine tolle Sache. Aber heute wollen wir mit Ihnen, mit einem Saal voller Hardcore-Amigos-Fans, natürlich unsere Idole feiern. Diese beiden hier wollen versuchen, denen heute so nah wie möglich zu kommen, vom Sound, aber auch vom Style her. Was nicht so leicht ist, denn man nennt die Amigos nicht umsonst die Band mit den 1000 Gesichtern. Ja. Die sehen wirklich auf jedem Bild anders aus und tragen Klamotten, wo sogar eine Lady Gaga sagen würde, Alter, das hätte ich nie angezogen. Also, das ist mir zu crazy. Stell dir jetzt mal vor, du wärst Berufsberater im Jobcenter und die beiden Zeckenzüchter kommen rein. Ja. Was würdest du denen empfehlen? Gülletank-Innenreiniger, so. Hundefutter-Vorher-Model oder vielleicht Rasenroboter. Ja. Ja. Aber was sind Sie, Hitparaden-Stars? Das Wahnsinn. Ist absolut bewundernswert, finde ich. Und auch nicht zu vergessen, dieser Partner-Look. Ja. Also ist ganz weit vorne. Ich finde das total souverän, als nicht schwules Paar in den gleichen Klamotten rum. Also finde ich, find ich souverän. Also. Absolut. Ja. Aber ich möchte noch mal betonen, was uns die Amigos gelehrt haben. Scheiße aussehen ist kein Vorrecht der Jugend. Nein. Nein. Auch als reifer Mann kann man noch so rumlaufen, um die Leute zu erschrecken. Und damit sind wir auch schon beim Leitmotiv unseres kleinen Lesungsabends, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zum Telekolleg in Würde altern. Muss man ja jetzt dazu sagen, der Kollege Wischmann und ich sind ja selber schon in dieser, sagen wir mal, leicht abgehangenen Lebensphase, wo man sich bei jedem neuen Paar Schuhe unwillkürlich fragt, lohnt sich das eigentlich noch? Ja. Gut, er natürlich noch einen Tick häufiger als ich, ist klar. Ich meine, er ist ja Geburtsjahrgang 1937, aber hört man ihn klagen? Nein! Ne? Ich finde das ganz toll, er macht viele Sachen noch alleine, findet alleine vom Lokus zurück. Super, super. Und er macht das in Würde und er steht dazu. Und das macht ihn ja zu einer einmaligen Erscheinung in diesem Land, denn ich weiß nicht, ob Ihnen das auch aufgefallen ist, in Deutschland will ja partout keiner mehr alt sein. Keiner will mehr alt sein. Früher, da kannten alte Menschen noch ihren Platz im Leben. Omas hatten Kittel an und Opas hatten Hüte auf, die meistens einen Tick zu klein waren. Und beide hatten immer Erfrischungstücher dabei. Und heute, statt im fahlen Licht von Sat.1 Gold vor sich hin zu verwesen, wie es die Natur für sie vorgesehen hat, besetzen die Mumien den ganzen Tag die guten Geräte im Fitnessstudio. Weibliche Gesichtsrosinen. Bitte. Du, ich hab's aufgeschrieben, jetzt lese ich's auch vor. Das stimmt. Weibliche Gesichtsrosinen färben sich den grauen Mob hellrot oder noch schlimmer Aubergine. Inklusive modischer Totalschäden im öffentlichen Raum, die ganz leicht zu vermeiden wären. Ich erinnere hier mal schnell an drei einfache Grundregeln, bevor der Textilfrühling über uns alle hereinbricht. Erstens, schon mit Beginn der Pubertät wird die öffentlich getragene kurze Hose beim Mann zum Tabu, mit über 30 zum Ärgernis und ab 60 zur Freakshow. Ein betroffener Klatsch. Ja. Kein Mensch will die sehen, diese teakholzfarbenen Ötzi-Stelzen. Grauenvoll. Zweitens, es gibt in Deutschland kein Gesetz, falls Sie das gedacht haben. Es gibt kein Gesetz, das Rentner verpflichtet, ab 3 Grad plus mit sogenannten Trekking-Sandalen durch die Gegend zu rennen. Ohne Socken. Bei jedem Schritt fallen 10 Gramm Hautschuppen auf den Bürgersteig. So, und drittens, noch ein ganz wichtiger Hinweis für männliche Senioren. Das Muscle-Shirt heißt nicht zufällig so. Ja? Einfach mal drüber nachdenken. Sonst hieß es ja Labberarme-Hemd oder so ähnlich. Ne? Der ganze Freizeit-Look macht keinen Sinn für Leute, die immer Freizeit haben. Verstehen Sie? Freunde, und was die Freizeitgestaltung angeht, kann natürlich in Deutschland jeder machen, was er will. Ich sag mal, wenn das jetzt einem bestimmten Frauentyp hilft, sich in der Volkshochschule durch die Wechseljahre zu trommeln, warum nicht? Ne? Muss ja nicht mir gefallen. Ne? Nur beim Thema Sex, da ist für mich wirklich Ende. Alte Menschen reden nicht über Sex. Feierabend. Meine Großeltern hatten 2 Kinder, weil sie sich genau 2-mal im Bett unglücklich umgedreht haben, meine Damen und Herren. Ja, heute gibt es Ü70 Swingerclubs.
Man sieht in der U-Bahn reizende ältere Damen, die 50 Shades of Grey lesen. Der ganze SM-Quatsch ist plötzlich total angesagt. Nur natürlich auf sehr deutsche Art, also versaut und verklemmt zugleich. Das kriegen wirklich nur wir hin. Ja, die gleichen Leute, die sonst den Nachbarn anzeigen, wenn die Biotonne 3 Zentimeter zu weit links steht, sind jetzt auf einmal total verrucht und lassen sich von ihrer Ollen den großen Brockhaus an die Eier hängen. Den 32-Bändigen? Ja, sonst macht's ja keinen Spaß, du Dödel. Ja. Ich hänge mir lieber die Daten-CD an die Eier. Ja. Jetzt hast du mehr über dich verraten, als du wolltest, glaube ich. Ja. Wenn auch Sie sich emotional berührt fühlen in dem, was wir hier machen, gibt es wie in jeder unserer Flamingo-Shows auch die Gelegenheit für Sie als Publikum, direkt in das laufende Programm einzugreifen, ein Feedback zu geben per Twitter. Denn auch wenn wir heute Abend darüber lästern, wie sich manche an Jugendkultur ranwanzen, müssen wir uns natürlich trotzdem an Jugendkultur ranwanzen. Ja, klar. Hilft ja nichts. Klar. Und Sie an? Da reicht uns auch schon der erste Tweet. Wer schreibt denn? Nashornmuschi69 schreibt uns: Ich finde Wischmeier echt toll heute Abend, aber was ist denn bitte mit dem Pilawa los? Früher fand ich den mal lustig, aber seit er so fett geworden ist, kann ich nicht mehr drüber lachen. Olli, das musst du dann einfach mal so annehmen, würde ich sagen. Nee, ist klar, du Dietmar, wenn Nashornmuschi das schreibt, nehme ich mir das natürlich voll zu Herzen. Können wir nicht einfach weitermachen, so eine Scheiße. Ich weiß echt nicht, was dieser pumpige Unterton jetzt soll. Wenn einer Zuschauerin, ich nehme an, das ist eine Zuschauerin, wenn dir aufgefallen ist, dass einer von uns lustig ist und der andere einfach nur fett, dann kann man das doch einfach mal so stehen lassen. Ist ja gut jetzt, Mensch! Blöde Nashornfotze. Bitte? Fällt mir gerade ein, Nashornfotze. Können Sie auch mal, wenn Sie Ihre Familie überraschen wollen, beim Scrabble einsetzen? Sehen die nicht kommen. Weißt du, dass man in Hannover den Getränke-Rückgabeautomaten Nashornfotze nennt? Weißt du, wo man die... Das ist doch totaler Scheiß. Diese PET-Flaschen so reinschiebt. So. Nur die 033, weißt du, die 1 Liter PET, die kommt unten in die Pottwalpunze. Ja. Ja. Du, ich hätte das Geräusch dazu gar nicht gebraucht, um den Gag zu verstehen, muss ich ehrlich sagen. Entschuldigung, wusste nicht, dass deine Fantasie auch dreckig ist. Pottwalpunze ist natürlich noch besser beim Scrabble, wenn Sie sich das aufschreiben wollen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Noch viel schlimmer finde ich allerdings die Leute, die ihre Jugend, die sie ja für die prägende Zeit ihres Lebens halten, also zwischen 14 und 18, bis weit ins Greisenalter fortführen wollen und überhaupt sich nie entwickelt haben als Erwachsener. Die stehen dann zum Beispiel als mit Ganzkörper-Jeans-Bekleidung vor den Open-Air-Bühnen des Sommers. Die Haare sind immer noch lang, jedoch ergraut und etwas zu akkurat gekämmt. Oben spielt zum Beispiel Genesis oder Jethro Tull oder scheißegal. Manchmal wackeln sie mit dem Fuß, manchmal mit dem Kopf. Wenn einer fragt, ob sie noch ein Bier wollen, ne, ich muss noch fahren. Die Retro-Jugend amüsiert sich gerade. Wenn die alten Bands wieder über Land ziehen, beamt sich die Generation vor dem Pillenknick in ihre Pubertät zurück. 2 Stunden, wie leblos vor großen Bühnen stehen, vielleicht ein letztes Mal die Helden von früher sehen, die mal damals, als sie noch wichtig waren, nur vom Kassettenrekorder her kannte. Stämmige Hausfrauen wackeln noch einmal so mit dem Hintern wie vor 30 Jahren im Jugendheim. Man nimmt es ihnen sogar ab, dass sie Phil Collins Musik irgendwie berührt oder dass sie Mick Jagger für einen erotischen Mann halten. Doch man möchte ihnen nicht dabei zuschauen, wenn sie es zeigen. Retro-Jugendmänner fahren Motorrad, schrauben an Oldtimern rum oder saufen Bier, also richtiges Bier. Sie gucken alte Filme mit vielen Hubschraubern oder mit Bruce Willis. Abends und am Wochenende haben sie die Schnauze voll von der digitalen Scheißwelt, in der sie heute leben müssen. Dann muss es wieder nach Benzin riechen, die Musik muss aus der Gitarre schreien. Ehrlich ist das Zauberwort für alles, was damals gut war. Die Rockmusik, die Motoren, die Typen und die Frauen, die waren auch viel besser und das Vögeln öfter, aber nicht so umständlich. Die Zeit ist drüber hinweggegangen. Die Kassettenrekorder-Menschen sind alt geworden. Manchmal aber kommt wieder eine Band in die Stadt, deren Namen man früher mit Kugelschreiber auf die Federmappe gekritzelt hat. Und nachdem das erste Erstaunen vorüber ist, was, die leben noch? Dann kauft man sich die Eintrittskarten. Kalle und Doris kommen auch mit, das passt, ja. Gehen wir danach noch auf den Rotwein? Du sag mal, Schatz, denkst du bitte an die Schaumstoffkissen, diese zusammenklappbaren, Schatz? Wie was?
Nur Stehplätze? Oh, nee. Ja, Pech, es gibt immer noch Rockkonzerte, die nicht komplett bestuhlt werden. Auch die Toilettensituation ist very old bestuhlt, sprich Dixie-Scheißhäuser. Dafür dauert der Retro-Rock auch nur eine Stunde und man kann danach noch zum Italiener. Wenn mit dem Einbruch der Tagesthemen das Konzert vorüber ist, gehen der Ganzkörper-Jeans-Anzug und das füllige Mädchen zu ihrer Mittelklasse-Limousine und beide denken, wie schön, dass wir so dicht geparkt haben. Und mit dem Gedanken ist das kurze Gefühl, nochmal jung zu sein, auch schon wieder verflogen. Oh, traurig. So eine traurige Geschichte, traurig. Du. Traurige Geschichte. Ach, nee. Du, weißt du, was ich persönlich ja noch viel nerviger finde als den Ganzkörper-Jeans-Anzug, hast du es, glaube ich, genannt? Ja. Das sind die Ganzkörper-Jeans-Anzüge, die auch noch so feiern wie damals. Also die auch bei ihren Partys sich immer noch wie 16-Jährige verhalten. Fete, sagte man damals, glaube ich, ne? Genau. Da traf man sich mit seiner Clique. Ja. So nannten wir das, als wir noch Freunde hatten. Ja, ja, das ist ja Gott sei Dank vorbei. Ja. Der Mensch wird ja auch zwar stets älter, aber seine Vorstellung von einer geilen Party, die verharren immer noch auf der Stufe eines 16-Jährigen. So feiert noch der arrivierte Marketingmensch seinen Eintritt ins Greisenalter mit einer Sause aus Mofa-Zeit. Alkohol satt, Nudelsalat bringt jeder mit und in einer Ecke des Reihenhauskellers steht die Anlage und brüllt alte Schatheken durchs Gemäuer. Als wir alle noch jung und gierig waren, reichten diese Ingredienzen für eine schweinegeile Party, bei der was hängen blieb. Mindestens ein mörderischer Kater, wenn nicht ein Rudel frischer Sackratten im Feuchtbiotop. Denn zwei Dinge waren es, die uns damals aus dem Hause trieben. Delirium durch Verabfolgung umsonsten Alkohols und oder Flachlegung eines scharfen Gerätes. Wobei ersteres immer gelang, zweiteres fast nie, aber als Versprechen stets präsent war. Heute kann ein Rudel 40-Jähriger mit dem Dreisatz Fressen, Alk und laute Rockmusik nicht mal mehr den eigenen Schweinehund hinter der inneren Zentralheizung hervorlocken. Gefressen wird eh zu viel, Alk gibt es jeden Tag vor der Glotze und Menschen ab 40, die in Reihenhäusern zur Susi Quattro tanzen, sind ja lächerlich. Was aber hauptsächlich fehlt, ist der Anreiz, sich diese Tortur aus Alkoholvergiftung und Zugedröhnen überhaupt anzutun. Es ist ja die Aussicht auf sexuelle Beute, die bei einem Pärchenauftrieb des Mittelalters gänzlich abhanden gekommen ist. Da stehen sie dann lustlos in der Gegend rum, nagen an Hühnerbeinen, nippen an alkoholfreien Getränken und schielen ständig auf den Breitling-Chrono, wann es denn nun endlich 11 Uhr wird, um halbwegs anständig den Abgang zu machen. Zu Hause den Spätfilm gucken, mit Carola im Benz-Möbel kuscheln und am anderen Morgen ganz allein die FAZ auf dem Scheißhaus lesen. Das ist die Utopie ab 40. Wenn der Sexualtrieb seine letzte Ruhestätte gefunden hat, muss man sich nicht mehr die Nächte um die Ohren schlagen. Warum aber feiern immer noch längst Ergraute so, als sei es gerade gestern gewesen, da sie die Mofa am Jugendzentrum abgestellt haben? Wer diese überlebte Form pubertärer Geselligkeit in ihrer ganzen peinlichen Größe mal erleben möchte, dem empfehle ich eine Party bei den Grünen. Was hast du denn? Entschuldige mal. Hol dir mal deinen Gesinnungsapplaus ab. Ne? Was, sag mal. Was hast du denn gegen die Grünen? Ja, gar nichts. Ich trete da selber ein, wenn ich über 70 bin. Siehste. Ja. Also ich kenne jetzt auch kaum welche, aber die ich kenne, das sind ja einfach Menschen, die nur ein bisschen, ich sag mal, bewusster leben als andere. Was kann man da dagegen haben? Na, alles kann man dagegen haben, gegen diese blöden Arschgeigen. Ja? Bewusst leben, ja, besonders wenn sie als Paar immer zu zweit einkaufen und die Verkehrswege zustellen mit ihrem Arsch. Ist ja widerlich. Ja, das ist ein großes Problem, da hast du völlig recht. Der ganze Fluchtweg ist zugebaut mit von bewussten Ärschen. Ja. Das ist das Problem. Da schreibt auch keiner drüber, außer dir. Das sind ja auch nicht nur Rentner, das ist ja ein Missverständnis. Es sind nicht nur Rentner, die ihre nutzlosen Restjahre gemeinsam an der Käsetheke verplempern, ja. Auch der ganze normale, saturierte Durchschnittsblödmann samt Gattinnendarsteller, beide so um die gefühlten 50, er sieht aus wie frisch verprügelt, sie wie so ein dominanter Altschwuler. Die beiden schlappen mit Einkaufszettel vor der Lesebrille durch den Pupsi-Markt und ständig beratschlagen sie, ob denn die Sherry-Tomaten auch wirklich knackig genug sind. Ob man Knoblauch oder Bärlauch an die Lammnüsschen träufeln bzw. rebeln solle. Ja, was diese Schweineschänder noch für Probleme haben. Ja, altbekannt und dennoch immer wieder ekelerregend ist auch die Neigung dieser bewusst lebenden Gutverdiener, an allem und jedem herumzumäkeln. Nein, das da nicht, auf dem linken sind mehr Blaubeeren drauf.
nörgelt ein vor Urzeiten trockengefallenes Weib an der Kredenz des Ökobäckers. Ihr ähnlich verschrumpelt reinschauender Lebensgefährte möchte auf keinen Fall das Randstück des Blechkuchens. Da bezahle man ja genauso viel wie für das ungleich attraktivere Mittelstück, formuliert die Faltenfresse noch flugs einen Begleittext zum kindischen Ego-Getue. Die mäkelnden Arschmaden werden zum Pfropf in jeder Kundenschlange. Unendlich zieht es sich, bis Trockenpflaume und Schrumpelpimmel endlich ihren Scheißkuchen ausgesucht haben. Oh, Herr Welke. Oho. Ah. Wir sind etwas erregt, was? Ja, Essen ist das einzige Thema, das mich noch erregt, Dietmar. Das ist ja ganz normal. Ja, kleinkariertes Rumgenörgel trifft man am ehesten dort, wo leicht mal zwei Blaubeeren weniger auf der Sahneschnitte verschmerzt werden könnten. Doch gerade diese sind es, die sich ständig übervorteilt glauben und denken, das Bessere sei für sie gerade gut genug. Soll doch der gewöhnliche Abschaum die Randstücke der Pizza fressen, die nicht ganz so ebenmäßig durchgebräunte Bratwurst oder die kleinen Stücke vom Blech. Generation Mittelstrahlurin will für sich nur die ausgesuchte Ware, die ihr vom Schicksal bestimmt worden ist. Ja, mit den Randstückfressern möchte man sich nicht auf einem Niveau wiederfinden. Diesen kritiklosen alles in sich reinschlingern. Man selbst ist ja bewusst. Häufig trifft man die Bewussten auch an den Obstauslagen im Supermarkt. Da wühlen sie den Kiwis rum, beäugen jedes Stück, bevor es in die Tüte plumpst. Sie drücken Pfirsich und Avocados, um den Reifegrad zu ermitteln, schnüffeln überm Käsebrett im Schimmel nach. Dieses ganze Südfruchtpetting ist ja wirklich voll ekelig, ja? Ja, absolut. Und wenn sie dann so an den Bio-Kiwis rumfummeln, ja, so als wenn sie einen Jagdhund von hinten die Klöten abrasieren. Also, ja. Nur weil die Kiwis auch Haare haben wahrscheinlich. Ja, natürlich. Das ist der Grund. Das Haarige ist die Assoziation. Ja. Ich wäre auch sofort auf Jagdhund gekommen. Ja. Ist doch wieder so ein, ich spüre da wieder so eine Kritik. Nee, du brauchst einfach Hilfe. Das ist alles. Also, ja. Meine, was ist das denn für ein erbärmliches Pisserleben, muss man doch zugeben. Wenn man in steter Angst vor dem Zweitbesten dahin vegetieren muss. Diese Art selbstgerechte Furzigkeit gedeiht dort am üppigsten, wo sich Unvermögen mit praller Besoldung auf ekligste Part, also im Staatsdienst. Da achtet man in seiner Freizeit auf sich, lebt bewusst und hat vor allem Zeit genug, um die Blaubeeren auf der Sahneschnitte durchzuzählen. Ja. Wobei wir ja zugeben müssen, also dieser uralte Spruch mit dem Essen ist der Sex des Alters, da ist ja de facto was dran. Da ist was dran, ja. Früher war Deutschlands Wix-Vorlage Nummer 1 ja immer noch die Praline. Heute ist es die neueste Ausgabe der Beef. Ja. Mit ausklappbaren Fotos von der Iberico-Haxe. Mm. Da pellen die sich einen auf einem alten, verbrannten Schweinearsch. Kann das wahr sein? Du, Dietmar, ich sag mal, wenn die Fotos ästhetisch gemacht sind. Nö. Besser als Danny Elvers in Playboy, würde ich zum auch Beispiel. Sagen. Ja, zum Beispiel. Ja. Nicht ganz so braun. Immer mehr Deutsche glauben ja an gar keinen Gott mehr, aber dafür an den bekackten Thermomix. Du kannst ehrlich, das Gerät hat mein Leben verändert. Ja. Klar, Fast Food, klassisches Fast Food ist für diese gut bezahlte Klientel ein absolutes No-Go. Man sagt grundsätzlich McDoof, wenn man McDonald's meint. Und wenn überhaupt, dann geht man zu Subway, denn da kann man sich ja sein individuelles Sandwich selber zusammen kombinieren. Ja, Sie haben richtig gehört, Subway, man nehme zwei Stück Pappkarton, eine Handvoll Rasenschnitt, drei Lappen toten Putenarsch, und ejakuliere etwas Zaubersoße obendrauf. Fertig ist das Sub. Es kann ja gar nicht ungesund sein, denn sie wurde ja vor meinen Augen zubereitet, die alte Pansenbombe. Wer das einfach mal zu Hause ausprobieren möchte, sich einfach vom Pizzabringdienst was kommen lassen und einen Karton mitfressen, schmeckt genauso. Hat nur mehr Nährstoffe. Ja, das ist wahr. Das ist ja der Widerspruch, in dem wir leben. Einerseits muss inzwischen jede kleine Discounter-Klitsche mindestens eine Bio-Ecke haben. Gleichzeitig gibt aber kaum eine andere Industrienation pro Kopf so wenig Geld für Lebensmittel aus wie Deutschland. Für die große Mehrheit soll es nämlich billig sein und vor allem viel. Und kaum einer will wirklich wissen, was in seinem Futter drin ist. Was einem im Ernstfall natürlich nicht vom Rumheulen abhält. Was? In meinem Döner klebt ja ein altes Pflaster. Aber ich habe doch 1,90 dafür bezahlt. Man darf ganz getrost davon ausgehen, dass exakt dieselben Menschen, die sich für Engel in Menschengestalt halten, weil sie mit ihrem Q7 einmal am Tag zum Bioladen brettern, um Schrumpelgemüse zu kaufen, das ihnen schon auf dem Nachhauseweg wieder verwelkt,
trotzdem gerne mal eine Fertigpizza in den Ofen schieben. Und weil die Schrift auf der Packung so wahnsinnig klein ist, kriegen sie dann leider nicht mit, dass der Kochschinken auf ihrer Pizza Prostituto gar keiner ist, sondern ein sogenannter Klebeschinken. Klebeschinken ist ein Begriff, oder? Für die, die es nicht wissen, für den wird zunächst ein Schwein in die Luft gesprengt und dann kommen Laboranten und pappen die Leichenteile mit einer chemischen Klebeschlotze wieder zusammen. Yummy. Passt aber super zum sogenannten Analogkäse auf der Pizza, der nie eine Kuh von innen gesehen hat. Tatsächlich gehört der sogenannte Lebensmittelskandal inzwischen zur jährlichen Medienfolklore. Weil wir zwar nichts wirklich ändern an den Produktionsbedingungen in der Lebensmittelindustrie, aber uns ja trotzdem gerne gruseln. Wegen der Dioxineier oder wegen EHEC, diesem Virus, der uns gelernt hat, dass es völlig überraschenderweise doch nicht so eine gute Idee war, Sojasprossen großflächig mit Kacke zu besprühen. Wahnsinn. Wer hätte das gedacht? Irre, wäre ich nie drauf gekommen, wirklich jetzt. Ich kacke jeden Morgen auf den Rucola-Salat und der ist nicht gesund? Verstehe ich nicht. Sowas. Du musst unbedingt mal dein eigenes Rezeptbuch rausbringen, ja. Finde ich, wirklich. Wischmeyers Back- und Kack-Rezeptbuch. Und ja. Natürlich ekelt man sich auch vor Pferdefleisch. Seit 2013 steht ja auf jeder Lasagnepackung, Vorsicht kann Spuren von Nüstern enthalten. Ja, dann regen sich alle furchtbar auf und sagen, wir dürfen jetzt nicht zur Tagesordnung übergehen. Und dann gehen wir zur Tagesordnung über. Ja. Wunderbar. So, natürlich, das wissen Sie, lebt Satire immer davon, dass man ein bisschen übertreibt, überspitzt, auch mal verallgemeinert. Das haben wir natürlich auch heute Abend wieder getan, wenn wir übers Altern geredet haben. Vielleicht sollten wir hier jetzt mal ein bisschen differenzieren, denn tatsächlich altern Mann und Frau ja sehr unterschiedlich im Vergleich. Die Frau ab 50 möchte sich selbst entdecken und tief in ihr drin mal nachschauen, ob dort nicht ein Aquarellbild lauert, das befreit werden will. Der Mann in gleichem Alter möchte lieber sich selbst in einer anderen Frau entdecken. So. Das ist der Unterschied. Ja. Ja. Das ist auch ein Konzept. Auch ein Konzept. Genauso gut. Natürlich. Ja. Will das gar nicht bewerten. Nein. Nein. Neutral. Neutral. Besser als so ein scheiß Bild. Ja. Dagegen setzt der Volksmund die Herbstlüge des Lebens schlechthin. Sex findet sowieso im Kopf statt. Noch klar. Sicher. Und die Willensbildung des Volkes in den Parteien und auch der Oktober hat noch schöne Tage. Alles Blödsinn. Wenn die begehbare Hülle des Weibes in die Endphase ihrer Attraktivität eintritt. Ist ja widerlich. Sag mal, du Heuchelarsch, den Text hast du doch geschrieben. Ich lese dir doch nur vor. Ich darf doch wohl noch meine eigenen Texte eklig finden. Ja, absolut. Also, wenn die Hülle in diese Phase eintritt. Ich weiß, wie ich das ja, alles klar. Wenn die Hülle in diese Phase eintritt, so ist dies der meistgehörte Satz aus ihrem Mund. Ihr Mann, nein, der schielt nicht den jungen Frauen nach, weil, und jetzt kommt's noch doller, mit denen habe er ja keine gemeinsamen Themen. Haben wir gelacht, ja? Auch Mr. Supertreu schaltet sein U-Boot doch sofort auf Rotlicht, wenn attraktive Beute naht. Was ihn allein davon abhält, sofort den Torpedo auszufahren, sind mitnichten die fehlenden gemeinsamen Themen, sondern erstens der Unwillen im Jungfleischsektor, sich mit dem alten Zausel anzufreuen, und zweitens der stärkste Trieb des Mannes, bräsige Gemütlichkeit. So sieht's aus. Von seinem alten Ehegerät könnte ihn schon der leiseste Auslösereiz fortlocken. Doch von der häuslichen Pilzrezeption am TV-Gerät, da bedarf es schon eines Orkans in der Prostata. So, blöderweise leben Weib und Pilz im selben Haushalt. Und das eine ist in der Regel nicht ohne die andere zu haben. Somit wird der alte Hahn zum Kapaun und lebt friedlich an der Seite seiner welken Legehenne dem Ende entgegen. Sag mal, das kann doch wohl nicht wahr sein. Was denn jetzt? Was? Hör mal, kennst du denn gar keine Schamgrenze mehr? Sag mal. Also Legehenne ist mir scheißegal, aber das Adjektiv welke, das nehme ich dir echt persönlich, Kollege. Ja, was werde ich das sonst aus nennen sollen? Keine Ahnung, labberig, was weiß ich. Seit wann heißt du labberig? Ach, lies einfach weiter. Immerhin locken ein paar Jahre, in denen der Sex nicht nur im Kopf, sondern auch mal im Bett stattfindet, müßig zu bemerken, dass auch dieses Gespann dem Wärmetod entgegenwelkt. Ich kenne kein anderes Verb jetzt. Ah, schon. Der gar schrecklich ist, wenn die Triebabfuhr mit dem Ehering besiegelt wurde. Geködert von erotischem Blendwerk leistet sich der moderne Mann bei der Wahl seiner Gefährtin eklatante Fehlgriffe, die folgerichtig in kostspielige Trennungsszenarien münden.
lockt zu Anfang die Beistellung sexueller Dienstleistungen, so bleibt nach deren alsbaldigem Versiegen in der Ehe nur noch ein verbiestertes Nörgelweib, deren Bekanntschaft sich einfach nicht mehr rechnet. Ganz anders amortisiert sich das. Du kommst echt in die Hölle, Wischmeier. Das ist doch was? Das ist doch... Wenn du dann auch kommst, bring ein Scrabble-Spiel mit, dann können wir die ganzen Sachen nochmal durchexerzieren. Ja, ganz anders amortisiert sich da der altdeutsche Ehebrocken. In Jahrhunderten konsequenter Auslese hat sich ein Mehrnutzungstyp herausgemändelt, der über die ganze Ehedauer eine beständige Grundversorgung sichert. Selbst wenn auch hier mit den Jahren die Kopulationsbereitschaft erlischt, so macht das nichts, da der damit auf Ängste verbundene Auslösereiz schon vorher verschwand. Geblieben aber ist ein belastbarer Voltigiergaul. Hoffe, wir kommen hier noch lebend raus. Vielleicht geraten wir eine ganze Herde oder sowas nachher. Ne? Ein belastbarer Voltigiergaul, an dem man noch Jahrzehnte seine Freude haben kann. Siehst du. In der Regel schmeißt er perfekt den Haushalt, hält einem, wenn vorhanden, die ätzenden Rangen vom Leib und pflegt auch noch die eigenen bettlägerigen Eltern. Doch irgendwann kommen sie früher in der Nacht von der Schwarzarbeit zurück und eine käsige Made, so groß und fett wie zwei Mastschweine, sitzt auf einem Plastikhocker und hobelt sich die Hühneraugen mit dem Küchenmesser weg. Und dann denken sie, das kann doch nicht alles gewesen sein. Ja. Traurig. Ganz traurig. Ja. Also Dietmar, dein literarisches Werk ist ja extrem vielfältig, aber mir fällt auf, was sich wirklich wie ein roter Faden durch alle deine Texte zieht, man spürt einfach, du magst Menschen. Oh das, ja. Das ist, Hat mir noch keiner gesagt. Ja, weil es gelogen ist. Ja. Ach so. Ja. Meine Damen und Herren, liebe Studenten, herzlich willkommen im Hörsaal 1 der Rudolf-Scharping-Universität Hannover. Was wir hier exemplarisch sehen, ist der deutsche Rentner Homo gerontosaurus, und zwar das männliche Exemplar, natürlich erkennbar an dem Korthut. Ohne den könnten wir ihn von den Weibchen nicht unterscheiden. So, zwischen Korthut und der Schädeldecke existiert ein Feuchtbiotop aus Schädelschweiß und Schuppen, in dem der Herbstzahnlose seinen Resttag konserviert. Durch die Gärungshitze unter der Kordglocke ist der Brägen immer 2 Grad wärmer, als es gut für ihn ist. In der Folge produziert der greise Faltenwurf in der Rübe absurde Weltbilder, primitive Erklärungsmuster oder einfach nur dummes Zeug. Die Oberbekleidung, das sehen Sie hier, besteht aus einer sogenannten Windjacke in der Farbe flüssiger Pudelkot. Ja, das ist seine absolute Lieblingsfarbe, in der er möglichst viele, wenn nicht alle Kleidungsstücke erwirbt. Ein Reisebus voller gleichfarbiger Rentner sieht deshalb von außen aus wie ein Aquarium mit toten Karpfen. Ich will dir mal eins sagen, Sportsfreund, hab mal nicht so eine große Fresse, du. Wir von der Ü60-Partei, ne, sind die meisten in diesem Land. Die SPD und die CDU sind schon 90% bei uns. Und sogar die Froschficker treten demnächst als geschlossener Verband in das Ü60-Regiment ein. Und dann zieht euch warm an, ihr Cappuccino-Pisser! Denn wir regieren das Land. Ja, spätestens dann wandere ich aus. Viel Spaß. Die deutsche Laubkultur, ne, zum Beispiel mal jetzt, ne, im Vergleich zu dem Flüchtling seine Kultur, muss man mal gesagt werden. Ne. Da ist es ja hauptsächlich, was den Deutschen ausmacht, dass er hier den ganzen November bis weit in den Advent hinein am Laubfegen ist. Da macht sich der Mann aus der Wüste ja gar keinen Begriff von. Was das für eine mordsmäßige Schweinerei ist auf dem Bürgersteig oder auf dem Stellplatz vom PKW. Alles voller vergammelte Blätter. Die Wüste, die wirft kein Laub ab, ne?
wegen Bäumen nicht da. Da kann der Muselmane da fein seinen PKW parken, wo immer er will. Kein Problem. Sitzen auch keine Luftratten, die in den Jetta zu scheiße nix, ne? Hat er wieder eine Viertelstunde gespart, um auf die Knie zu liegen und Bücklinge zu machen nach Mecklenburg oder wo immer das ist, ne? Blöde Schwein. Selbst wenn wir zu denen seinen Glauben übertreten wollten, das wäre zeitmäßig gar nicht drin. Besonders zwischen September und November, der alles mit Laub voll. Da kannst du nicht mal fünfmal am Tag auf die Knie rumrutschen. Außer wenn du gleichzeitig mit dem Schälmesser das Unkraut aus dem Pflaster rauskratzen tätest. Weiß nicht, wie das da erlaubt ist in seiner Religion. Ja. Aber für den Zweck gibt es bei uns auch Herbizid, wird alles totgespritzt. Aber bleibt ja das Hauptproblem, wenn die Kollegen von da unten zu uns herkommen und im Oktober mit dieser Laubkultur konfrontiert werden, da fällt ihnen aber die Sandalette auf die Knie. Ne? So hätten sie sich das nicht vorgestellt. So viel Laub. Und dann vielleicht, dass Angela Merkel das für sie wegmachen täte. Von wegen, Freundchen, ne? Das sollten sie mal in die Goethe-Institut und was sie da haben bei dir alle, ne? Sollten sie das mal drauf pochen, dass sie den Wüstensöhnen mal verklickern. Komm mal her, Freundchen, ne? So wie du dir das vorstellst in Germany, so ist das nicht. Ab September muss da Laub gefegt werden. Ja, auch vom Container, ja. Ja, und vom Zelt, ne? Das ist die Kehrseite von der Wohlstandsgesellschaft, da muss Laub gefegt werden, ja, kein Pardon, alles weg, die ganzen Blätter, auf Deutsch gesagt, muss mal gesagt werden, meine Meinung, sagt ja sonst keiner, ich muss es auch mal irgendwann sagen. Ne? Da schreit der Mann. Ach, Herr Wischmeier. Herr Welke. Hat sich umgezogen. Ja. Hattest du Hilfe, Dietmar? Nur bei den Strümpfen, so weit runter komme ich nicht mehr. Das ist ja nett. Dabei sind wir doch eigentlich zum Feiern hier. Es ist ja ein Amigo-Fanclub-Treffen. Ja. Und ich weiß, Sie haben jetzt so eine Art Todesangst, dass ich mich in Richtung dieser Gitarre bewege, meine Damen und Herren. Ich möchte aber nur aus einem weiteren Amigos-Welthit zitieren, weil er thematisch so wunderbar passt und zeigt, was für Visionäre die beiden Amigos sind. Ich rede natürlich von dem Smash-Hit Mein Elternhaus, kennen Sie natürlich. Da heißt es, ja, mein Elternhaus möchte ich noch einmal sehen, doch man sagte mir, aus diesem Haus schauen seit langer Zeit schon fremde Menschen raus. Das gibt's doch nicht. Ja. Das haben die alles vorhergesehen? Ja. Die Amigos haben für über 10 Jahren die Flüchtlingskrise 1:1 vorhergesehen. Es ist der Wahnsinn, du. Das wussten die alle schon. Wahnsinn. Wirklich prophetisch. Die Flüchtlingskrise, die leider der neuen Rechten in Deutschland gerade zu einem beängstigenden Aufschwung verhilft. In manchen Bundesländern standen AfD und NPD zusammen schon bei rund 20%. Wobei man, sage ich ganz ehrlich, in Sachen Überfremdungsangst ruhig auch ein bisschen Verständnis haben sollte. Gerade für den Osten, denn da gibt es natürlich Käfer. Da haben die Einwohner das letzte Mal ein fremdes Autokennzeichen gesehen, als 89 der Beate-Use-Bus in die Stadt kam. Aber ja. Und jetzt nur mal fürs Protokoll, Freunde. Wenn es um ausländerfeindliche Ansichten geht, steht zwar Sachsen-Anhalt bei den Umfrageinstituten oft auf Platz 1, aber auf Platz 2 kommt meistens Bayern. Das heißt, wir haben es hier nicht mit einem Ostproblem zu tun, sondern eben doch mit einem Zivilisationsproblem. So, und wir bleiben... Und wir bleiben beim Thema des Abends, natürlich hat es auch mit der galoppierenden Überalterung zu tun. Gerade ältere Menschen haben Angst vor Veränderung, das ist Tatsache. Und es war einfach zu viel Veränderung in letzter Zeit für den 60-plus-Deutschen. Ist ja Wahnsinn, was da in kürzester Zeit alles über die Leute reingebrochen ist. Überleg mal, D-Mark weg, Zone weg, plötzlich dürfen Frauen wählen. Ja, und wenn du den Fernseher anmachst, reden sie in einer Tour nur noch über Gender-Mainstreaming. Keiner weiß, was das bedeutet. Viele denken, da klingeln morgens die Grünen und schneiden einem den Pimmel ab. Ja.
von der Tendenz stimmt es ja auch. Ja, ne? Also, klar, ja. Denke ich auch. Und jetzt auch noch immer mehr Flüchtlinge. Ich behaupte, das war einer zu viel. Klar, man soll die Welt auch nicht schöner malen, als sie ist, gerade nach den Vorfällen in Köln. Aber ich sag mal, wenn wir auch die berechtigten Sorgen ernst nehmen wollen, so sollten wir uns hüten, uns allzu sehr einzulassen auf die, ich nenne das immer gern, gefühlten Sorgen. Wovor hat man denn konkret Angst? Dass die Überfälle weitergehen, dass Kinder gestohlen werden oder wie auch immer alles Mögliche, was einfach zusammenkommt, was man so hört. Es ist noch nicht ein Fall bekannt, wo Kinder gestohlen wurden von Asylbewerbern. Sind schon so viele Kinder weggekommen? Das waren alles Asylbewerber. Nein, das war das Jugendamt, meine Damen und Herren. Das ist eine völlig andere Geschichte. Eine ganz andere Geschichte. Ja. Ja, so ist das in Deutschland. Gerüchte stehen jetzt gleichberechtigt neben Fakten und immer mehr Deutsche trauen sich ganz offen, rassistische Sachen zu sagen, sind aber stinksauer, wenn man sie dafür kritisiert oder rechts nennt. Rechts soll gefälligst das neue Normal sein. Sie sind das Volk, mindestens aber die schweigende Mehrheit und ich denke immer, dann schweigt doch endlich mal. Was ist denn das für eine schweigende Mehrheit, die sich jeden Montag zum gemeinsamen Rumbrüllen trifft? Und natürlich ganz wichtig, zum Ängste austauschen. Wenn in der Moschee jemand ein Zeichen gibt, dann gehen die alle los mit Messern und Säbeln. Wo haben Sie das gehört? Das habe ich hier gehört heute von jemand. Ja gut, dann muss es ja stimmen, Freunde. Ist so eine Top-Quelle. Mein persönlicher Liebling unter den neuen Rechten ist aber natürlich Björn Höcke, der Chef der AfD Thüringen, den wir in der Heute-Show mit eiserner Konsequenz Bernd Höcke nennen. Einfach, weil wir aus erster Hand wissen, dass ihn das tierisch nervt. Ja, das ziehen wir jetzt durch. Ja, der Mann ist mit Geld nicht zu bezahlen, er hält Reden über das tausendjährige Deutschland, aber, und dafür wollen wir auch ein bisschen dankbar sein, Höcke hat uns immerhin den Fremdscham-Moment des TV-Jahres 2015 geschenkt, als er seine kleine Deutschlandfahne bei Günther Jauch ausgepackt hat. Ja, fand ich großartig. Sie müssen bedenken, der letzte Politiker, der mit einer Fahne zu Jauch gegangen ist, war Rainer Brüderle. Das ist aber schon sehr lange her. Sehr lange her. Ja. Tatsächlich hat Bernd Höcke mich persönlich vor ein paar Monaten, und darauf bin ich wirklich stolz, wegen Volksverhetzung angezeigt. Die Heute-Show hat ja schon einige Auszeichnungen und Preise erhalten, aber für diese habe ich gearbeitet, meine Damen und Herren. Verstehen Sie? Das ist eigentlich die einzige, für die ich gearbeitet habe. Ja. Ja. Und deswegen sage ich ohne Ironie und aus vollem Herzen, Bernd, bleib einfach, wie du bist. Ja? Sag, was du denkst. Das große Problem ist, dass Deutschland, dass Europa ihre Männlichkeit verloren haben. Ich sage, wir müssen unsere Männlichkeit wieder entdecken. Denn nur wenn wir unsere Männlichkeit wieder entdecken, werden wir mannhaft. Ja. Ja, Sie lachen. Bernd Höcke vermisst seine Männlichkeit. Falls Sie die irgendwo entdecken, sie ist sehr klein und hört auf den Namen Björn. Ja. Denn jetzt mal ohne Scheiß, das ist einer der besten freien Mitarbeiter, die Heute-Show je hatte. Ehrlich jetzt, gerade seitdem uns die FDP als Medienpartner weggebrochen ist, sind wir einfach tierisch happy, dass er da ist, jetzt ehrlich. Kann man dankbar sein. Ja. Aber ich finde auch, dass Bernd Höcke natürlich auch ein Beispiel dafür ist, für das seltsame Benehmen älter werdender Männer. Die kommen da irgendwie nicht mit klar. Ne? Ja, das ist es. In Würde altern, das war ja unser Thema heute Abend, ein bisschen unser roter Faden. Und das ist eine heikle Geschichte. Ich weiß das selber, wenn du in diese Lebensphase kommst, die Haare ziehen sich unter die Schädeldecke zurück, der Rüssel in die Bauchhöhle, was bleibt dir da noch? Ne? Also es ist, ja, ne, gerade wenn du öffentlich alterst und dir die Leute dabei zugucken können. Ich meine, du kannst ja nicht den Typ deiner Jugend noch ins 5., 6. Jahrzehnt rüber retten. Das kannst du vergessen. Ne? Ja, aber nimm zum Beispiel mal Silvio Berlusconi. Ja. Ja. Dem hat man jetzt die Ohren vergrößert und die Arschhaare auf die Glatze gebügelt. Hm. Guter Move. Macht ihn das einen Tag jünger? Nein. Sieht immer noch aus wie so ein altes Schimpansenweibchen. Ja. Ja, aber gut, Dietmar, es ist auch schwer, ne, in der Lebensphase, was willst du machen? Ich meine, immer nur schlecht drauf sein und gucken wie ein Magengeschwür auf zwei Beinen, das ist ja auch nicht die Lösung. Nein. Also ich meine, ja, können Sie sich vorstellen, dass der mal die Kraft hatte, Steine auf Polizisten zu werfen? Also, heute ist er froh, wenn er eine warme Suppe im Seniorenstift kriegt. Ne? Da ist es. Und ich glaube, er nimmt den Nachschlag, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube auch, ja. Altlinker müsste man sein, ne? So Altlinker Wessi, da kommt man noch an jüngere, riemige Ossi-Weiber ran. Ja, naja gut,
Wobei das Foto, das ist jetzt so ein Grenzbereich, wo ich nicht weiß, ist das noch Erotik oder schon Pflegestufe 3? Das ist wirklich, es ist irgendwo dazwischen, weißt du? Also, und überhaupt, also ich meine, riem mich ist gar keiner bei den Linken. Nein. Aber hier, bei den Grünen, da bist du als Mann wirklich das allerletzte Gender-Opfer. Wirklich jetzt, mit was für Frauen du da sogar als alter Mann eine Doppelspitze bilden meine musst. Das ist Fresse. Der Hammer. Unglaublich. Ist das die Göring-Eckardt? Ja. Ja, ja. Die hatte an dem Tag ihre Nachmittagsrasur vergessen. Das passiert. Meine Herren. Ja, das passiert. Ja. Nimm mal die beiden zum Beispiel. Ne? Das ist ja doch sehr steif, wie die sich hier begrüßen, muss ich sagen. Es ist sehr ungewöhnlich. Ne? Weil ich sag mal, so ein richtiger Russe, der steckt ja normalerweise allem, was einen Puls hat, direkt die Zunge in den Hals. Ne? Das ist eigentlich. Das stimmt, ja. Ja. Ich weiß auch gar nicht, was der Schröder gegen den Wladimir hat. Ist doch ein ganz kecker Bursche, so ansehnlich. Vielleicht für seine Größe etwas klein, aber sonst alles in Ordnung. Den Film habe ich geliebt, jetzt wirklich. Pädophile auf Immenhof, den fand ich so. Wow. Das war einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Wirklich. Super. Habe ich 5-mal gesehen. Mit Heidi Brühl als Pony, den fand ich ganz toll. Super. Ja. Ja gut, als Diktator musst du natürlich schon besonders überlegen, wie du als Mann im Alter rüberkommen willst. Saddam hat es ja auf seinen letzten Tagen so ein bisschen mit der weichen Tour versucht, aber man hat es ihm nicht abgenommen. Ne? Nee, das war nicht richtig. Ich fand Muammar al-Gaddafi eigentlich immer besser. Ja? Mhm. Hier, wie er da auftritt bei der Hochzeit von Elton John, ist doch super. Ja? Den kannst du so zwischen die Village People stellen, fällt überhaupt nicht auf. Ast rein. Ja, super. Ja. Bloß im Altmetall mit sich rumtragen, hat er sogar Prinz Philipp im Längen geschlagen. Ja. Guck mal, wie die guckt, weil sie sich als Frosch verkleiden musste. Ja. Voll stinkig, die Alte. Ja. Meine Herren. Nee, so guckt ihr, wenn die gut drauf ist, Dietmar. Ach, verstehe. Ja. Aber wenn man eine Pläte hat zum Beispiel, spiegelglatt wie eine Billardkugel und möchte nicht, dass jeder sofort merkt, dass man eine Perücke trägt, was macht man denn da? Du, man trägt ein Haarteil, damit keiner merkt, dass man eine Perücke trägt. Ne? Ist übrigens jetzt kein Witz. Ich habe vor ein paar Wochen eine Zuschauerzuschrift bekommen von einem ZDF-Zuschauer, der hat mich ernsthaft gefragt, ob das hier ein Toupet ist, meine Damen und Herren. Ich habe nur zurückgeschrieben, das wäre wohl das beschissenste Toupet, was ich je gesehen hätte. Ne? Wenn schon Pfiffi, dann einen, der so blond ist wie der Schäferhund vom Führer. Genau. So was hier, das ist ein Pfiffi, Freunde. Ne? Das sieht doch scharf aus. Ja. So. Und weißt du, warum das kaum auffällt? Weil der seinen ganzen Skalp leicht nach links gekippt hat. Verstehe. Das ist der Trick. Aber ich kannte die Frisur schon vom Angora-Meerschweinchen. Ja. Dass dieser Irre Angela Merkel geisteskrank genannt hat, wusstest du. Ja, das wusste ich. Das ist so, als wenn Hitler einen Verarschungsfilm über Charlie Chaplin drehen würde. Ja. Absolut. Der kommende Präsident der USA, herzlichen Glückwunsch. Den habt ihr euch verdient, wirklich. Absolut. Ja, du, wenn wir versuchen jetzt mal zu überlegen, was man aus all dem mitnimmt. Ich finde ja, im Vergleich kannst du als Frau mit mehr Stil altern. Das stimmt. Auch nach herben Rückschlägen in der Karriere. Mal ein Beispiel. Anne Will sieht doch immer noch, auch nach der Rückkehr aus ihrer Verbannung auf den Mittwoch, top aus. Top auf jeden Fall. Jetzt auf mal jeden wirklich. Fall. Aber jetzt mal ohne Witz. Ja. Günther Jauch hat es nach seinem Ende echt härter erwischt. Das hat ihn doch stark mitgenommen. Ja. Er ist in Tagen um Jahre gealtert. Man sieht es doch, das stimmt. Ja. Oder hier, der Dalai Lama mit Margot Käßmann. Das fand ich auch. Ja, ich fand zwar, die alte Frisur stand ihr besser, aber so kommt sie natürlich pazifismusmäßig besser rüber, muss man schon zugeben. Ja. Die Käßmann hat danach natürlich noch den Dalai Lama nach Hause gefahren, das ist ja Ehrensache. Das ist ja klar, das macht sie immer. Ne? Sag mal, mit einer Flasche Rotwein kommst du nicht bis nach Tibet. Ne? Nein. Dann dauernd Gerd Schröder auf dem Rücksitz herumgestänkert hat, ist auch kein Geschenk. Ach, der saß da auch noch. Ja. Sicher, wo soll der hin? Auf dem Kofferraum? Als Mann bleibt dir im Grunde nichts anderes übrig, als den alten Stiefel bis zum Umfallen durchzuziehen. Nicht? Auch wenn du die Schnauze längst voll hast, keine Chance. Ich finde, dass wir beide rechtzeitig die Kurve gekriegt haben und uns unser neues Image zugelegt haben mit den roten Anzügen. Das sieht echt voll aufgegangen. Ja, voll aufgegangen. Ja. Ja, Entschuldigung, ich lächle wenigstens auf dem Bild. Ja, aber ich kann Gitarre spielen. Ja, das stimmt. Ja, lustige Frisuren, gut und schön. Schimpansen, lassen Sie uns noch einmal kurz ernst werden. Wenn es Bumm macht und Menschen aufeinander schießen, dann ist es entweder Hauptschule oder Krieg. Und damit sind wir bei einer Besonderheit unserer Zeit. Der Krieg ist zurück. Die Zustimmung zum Tornado-Einsatz in Syrien hat unseren Bundestag nur eine Woche Beratungszeit und genau ein müdes Arschrunzeln gekostet.
Ist natürlich auch eine, sagen wir mal, deutsche Tradition. Also vor ungefähr 70 Jahren, da hat noch jeder Deutsche im Kreuzworträtsel bei Pauschalreise mit 14 Buchstaben instinktiv einmarschieren geschrieben. Aber ich sag mal, heute darf man doch mal fragen, was wir aus unseren Fehlern lernen. Über 10 Jahre Bundeswehreinsatz in Afghanistan haben dem Land nicht wirklich zu einer viel besseren Bewertung bei TripAdvisor verholfen. Vielleicht könnte man zur Abwechslung wenigstens mal irgendwo einmarschieren, wo wir auch eine kleine Chance haben zu gewinnen. Auf Borkum oder so, keine Ahnung. Ne? Dann natürlich der brutale Kontrast zwischen Anspruch und Wirklichkeit, also zwischen Weltherrschaft und Schrottbundeswehr. Man spricht ja schon von Uschis Restrampe. Es gibt Kampfhubschrauber, die werden nur noch von Tesafilm und von der Lions Haarspray zusammengehalten. Seit Jahrzehnten lassen sie sich von der Rüstungsindustrie über den Tisch ziehen und verbrennen Milliarden an Steuerkohle. Zum Beispiel auch für das inzwischen legendäre G36, das ungefähr so schießt, wie ein Mädchen wirft. Also nicht gut. Ja, mit dem Teil triffst du wohl nur sehr dicke Taliban, die mitdenken und so freundlich sind, sich gar nicht zu bewegen. Auch ist wohl vorgekommen, dass eine Waffe im Dauergebrauch, also Schnellfeuer, geschossen wurde bei SWAT-Teams und die ist ganz einfach geschmolzen. Na bitte, das G36 schmilzt in der Hand und nicht im Mund. Ja. Man zielt auf den linken Taliban und der rechte fällt um. Das nennt sich asymmetrische Kriegsführung. Ja, sehr modern. Total modern. Das wären aber so Baustellen, um die man sich mal kümmern könnte, bevor man deutsche Soldaten jetzt auch noch nach Syrien oder Mali schickt. Und was macht Ursula von der Leyen, die Kreißsaal-Legende aus Burgdorf? Ja? Sie gibt Pressekonferenzen zum Thema Kita-Plätze und WLAN-Anschlüsse für Kasernen, um unmissverständlich klarzumachen, die Bundeswehr ist im Prinzip eine ganz normale Firma. Gut, außer dass wütende Kunden gelegentlich auf einen schießen, aber das erleben Service-Mitarbeiter der Telekom ja auch täglich. Ja, natürlich. Ja, klar. Und zwar zu Recht. Von der Leyen sagt ernsthaft, ich will die Besten jedes Jahrgangs für die Bundeswehr. Die Besten. Und man denkt, wir reden aber schon noch von den Typen, die früher jeden Freitag die Regionalbahn vollgekotzt haben, oder? Uschi, wenn du denen helfen willst, dann rüste sie gefälligst anständig aus. Immer mehr Auslandseinsätze, gut und schön. Aber wie kommt man da hin? Ganz einfach. Du hast einen Auslandseinsatz und weißt nicht, wie du hinkommen sollst. Weil Uschis Transallmaschinen mal wieder im Arsch sind? Dann hör auf zu heulen und guck selber im Internet. Auf militärflüge.de. Egal ob Irak, Mali oder Mallorca, die Jungs von militärflüge.de finden für dich den billigsten und schönsten Flug an die Front. Und noch ein Tipp für Sparfüchse. Wenn du in Krisengebiete fliegst, buch erstmal nur den Hinflug. Euer Kapitän. Problem gelöst, oder? Fertig, klar. Und jetzt will von der Leyen, dieses hyperaktive Frettchen, ja, auch noch eine eigene Kampfdrohne entwickeln. Zusammen mit Franzosen und Italienern. Ja. Das klingt wie so ein alter Witz. Ein Deutscher, ein Italiener und ein Franzose bauen zusammen eine Drohne. Sagt der Franzose, ich finanziere das Ding. Sagt der Italiener, ich liefere punktlich alle Teile. Sagt der Deutsche, und ich gewinne damit mal einen Krieg. Wahaha! Uralter Drohnenwitz. So, jetzt noch mal was Persönliches. Das untrügliche Anzeichen für den eigenen Verfall ist immer das Verklären der Vergangenheit. In meinem Fall hat das meistens mit Fußball zu tun, dem von früher. Es war nicht alles schlecht, auch nicht im Fernsehen. Sicher, selbst Länderspiele wurden rätselhafterweise in den 70ern grundsätzlich aus großer Entfernung und nur mit zwei Kameras übertragen. Es gab auch noch kein HD-TV. Andererseits waren die Gesichter der meisten Nationalspieler damals auch noch gar nicht für HD gemacht. Eine Nahaufnahme von Horst Rubesch in HD hätte wahrscheinlich eine Massenpanik ausgelöst. Und jetzt mal wirklich bei allem Respekt vor unserem Bundestrainer in seinen ärgerlich eng sitzenden Hemden. Muss Herr Löw wirklich vor Anpfiff in Interviews Sachen sagen wie,
Wir wollen au unser vertikales Spiel verbessern und müssen au aufpassen, dass der Gegner nicht in die Schnittstellen unserer Abwehr gelangt. Zitat Ende. Früher hieß das, geht raus und haut die weg. Oder wie Rolf Rüssmann mal gesagt hat, und wenn wir hier nicht gewinnen können, dann treten wir ihnen wenigstens den Rasen kaputt. Das war der Spirit, meine Damen und Herren. Ja? Du solltest dich vielleicht einfach mal kritisch fragen. Ja. So hinterfragen, würde man ja früher sagen. Nach allem, was so 2015 so rausgekommen ist, an Sachen Korruption in Fußball, ja. Ich jetzt? Ob das wirklich okay ist, was du da machst. Ja. Auf so großen Turnieren, also ich sag mal bei FIFA-Veranstaltungen, als Moderator deine Texte aufsagen. Ja. Ich meine, so als gewissenlose kleine Ansagernutte. Hallo? Jetzt schlägt's ja wohl 13, Nutte. Ich meine, ihr hängt ja doch alle mit drin. Du und der Kahn, dieser blondierte Bananenbieger. Also bitte. Das Dietmar, du stellst das jetzt hier vor den Leuten da, als wäre das insgesamt eine kriminelle Branche. Was denn sonst? Jeder, der Geld mit Fußball verdient, ist das doch das Hinterletzte. Moralisch kommen hinter euch doch nur noch Organhändler und bulgarische Eselschänder. Sag mal, du hast sie doch wohl nicht alle. Ihr habt uns doch jahrelang erzählt, dass die Leute wie Franz Beckenbauer, das wären Lichtgestalten. Der sogenannte Kaiser, ja. Ein ständig vor sich hin sabbelnder Vollhonk, der sich sogar innerhalb einzelner Satzteile komplett widerspricht. Ja. Und buchstäblich Geld von jedem nimmt. Der es völlig okay findet, in einem Drecksland und Sklavenhalterstaat wie Katar Weltmeisterschaften zu veranstalten. Also ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also die laufen alle frei rum, weder in Ketten gefesselt und auch mit irgendwelcher Büserkappe am Kopf. Also das habe ich noch nicht gesehen. Echt? In der Suite von deinem Fünf-Sterne-Hotel war gar kein einziger Sklave? Ja, dann gibt's auch keine. Und hinterher wundert sich irgendwer, wenn der eine WM kauft. Also bitte, das ist doch noch gar nicht wasserdicht bewiesen, dass der die gekauft hat. Nein, nein. Beckenbauers Unterschrift steht ja nur auf dem Vertragsentwurf für eine geplante Bestechung des Funktionärs Jack Warner. Das gibt's übrigens auch nur in Deutschland. Verträge fürs Bestechen. Lacht sich ein Italiener ja kaputt drüber. Ja. Wir archivieren die sogar noch. Ja, ja. Abheften. Ja. Das stimmt. Und wenn uns dann Jahre später einer nach Korruption im Fußball fragt, dann sagen wir einfach, puh. I never had this experience. Personal to me, never ever came everybody, somebody and to offer me something for whatever, give me your vote for whatever. Whatever. Whatever, whatever. Whatever. Genau, whatever. Das ist der Vater von dem tollen Sommermärch, mit dem ihr uns ständig vollgelabert habt. Lächerlich. Redet aber keiner drüber, weil die meisten Fans die Wahrheit gar nicht wissen wollen. Aber ich bin mir ganz sicher, das wird jetzt alles lückenlos aufgeklärt. Ja. Vom DFB, ja, und das ist mein wirklich absolutes Lieblingswort aus dem letzten Jahr, von der FIFA-Ethik-Kommission. Das klingt wie IS-Frauenbeauftragter. Ja. IS Frauenbeauftragter ist ein schönes Schlusswort für ein Programm, in dem wir beide uns ja nicht zuletzt für Frauenrechte heute eingesetzt haben. Ja. Vielen Dank. Das war im Herzen jung die Amigo Tribute Show, die zwei Flamingos mit Oliver Wilke und Dietmar Wischmeier. Dankeschön. Kommt gut nach Hause. Danke sehr. Oliver Welke. Dietmar Wischmeier. Tschüss.